Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ja, heute auf unserem Kanal. Sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben und ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort gleich TTV, dann auf Annehmen drücken und es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen Lieber drauf, sondern unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, letzter Shop von der Season 9. Season 9, wir werden dich niemals vermissen. Season 9 ist heute rum. Feiern wir schon? Ja, ich feiere schon. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass Season 10 nicht noch schlimmer wird als Season 9. Oh Gott, das wäre ja der Tod. Also, wir hatten vorhin drüber gesprochen. Season 9 hatte ich nach den ersten 2 Stunden abgebrochen und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Ich gehe jetzt arbeiten. Ich gehe jetzt lieber arbeiten, weil das macht mir mehr Spaß. Jetzt warten wir erstmal ab, was mit Season 10 passiert. So, voll im Party-Modus hier. Season 10 kommt. Season 9, warte mal, Season 9, wir werden dich niemals mehr vermissen. So. Du also kannst dich ruhig mal family friendly. Family friendly. Yeah, man. Family friendly. Auf jeden Fall family noch friendly. Noch ein paar Stunden und dann ist es soweit. Season okay, Patronella. Ja, fangen wir einfach mal an mit der Patronella. Wenn die noch schlimmer wird als die Season 9, Junge, dann kann... Junge, dann... Zoom mal ran an Patronella. Dieser weibliche Rambo. Mega geil, Lady. Kriegt von mir... 7 von 10. 7 von 10? Ja. Von mir kriegt die 6 von 10. Benzolet 3,74 von 5 bei 43% ist beim 10. März 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6 Mal und 86 Reminders. Dann kommen wir zu dem Heli. Zur Machete. Oh, okay, Machete. Machete finde ich okay, aber jetzt auch nicht so toll. Also 6 von 10 kriegt die Machete. 6 von 10? 6 von 10. Von mir kriegt die... Für 500 V-Bucks. Von mir kriegt die... keine Ahnung. 5 von 10. 3,57 von 5 bei 14 Worten erst beim 10. März 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6 Mal und 9 Reminders. Dann kommen wir zum Heli. Heli ist cool, kriegt von mir 8 von 10. Von dir kriegt der 8 von 10, von mir kriegt der 9 von 10. Chopper 3,95 von 5 bei 22 Votes erst beim 10. März 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6 Mal und 23 Reminders. Dann kommen wir zum Digital Grey. Das hast du mir geschenkt. Ja, das habe ich dir geschenkt. Weil ich das, obwohl es, also, oder weil es gerade so schlicht ist, weil ich es echt cool finde, ich mag so schlichte Sachen eher. Und deswegen, na, kriegt das Ding von mir 9 von 10. 9 von 10? Ja. Von mir kriegt die 7 von 10. 2,92 von 5 bei 13 war zum ersten Mal am 15. April 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4 Mal und 11 Reminders. Dann war es das mit dem Set. Dann kommen wir zum Signature Shuffle. Finde ich ziemlich cool. 10 von 10. 10 von 10? Ja. Von mir kriegt die Signature Shuffle auch 10 von 10. Für 800 V-Bucks. Zuerst war am 13. Juni 2019 im Shop gewesen. 2019? Ja. Niemals. Doch. Nie im Leben. Doch. Nie im Leben. Doch. Niemals. Also der Soul. WTF? Ja. Okay. Den gibt's noch nicht so. Dreimal seitdem im Shop gewesen und seit und 28 Reminders. Dann kommen wir zur beschlagenen Hacke. Die ist schon 100 Mal drin gewesen. Die Stutterdex. 17 Mal. 800 V-Bucks kriegt von mir klassische 6 von 10. Von mir kriegt die 8 von 10. 3,93 von 5 bei 60 Votes zum ersten Mal am 13. Juli 2018 im Shop gewesen. Seitdem 17 Mal und 201 Reminders. Dann kommen wir jetzt zum Glitter. Oh mein Gott, da fliegen die Herzen und die Funkelsternchen. Oh mein Gott. Schrecklich. Aber schrecklich beliebt. Das Teil und deswegen kriegt Glitter von mir 8 von 10. Ich
bin schon so weit. Ja. 8 von 10 gibt es dann. 8 von 10, von mir kriegt er 9 von 10. 4,29 von 5 bei 24 Uhr zum ersten Mal am 18. Mai 2019 ein Schock gewesen. Seitdem 4 Mal und 64 Reminders. Dann kommen wir zum Eindringling. Der Intruder. Infiltrator. Oder Infiltrator heißt er genau. Für 1200 V-Bucks das Teil. Ja, OG-Skin. Finde ich aber nicht toll. Ich finde diesen OG-Skin nicht toll. OG-Skin kriegt von mir nur 3 von 10. Von mir 2 von 10. Ich finde den echt schlecht. 3,04 von 5 bei 24 Wars war erstmal am 19. November 2017 im Shop gewesen. Seitdem 25 Mal und 18 Reminders. Übrigens, Leute, wir streamen morgen das Season 10 Event, also den Wechsel von Season 10. Season 10. Wir werden Season 9 beide nicht vermissen. Season 10. Kann nicht schlimmer sein als Season 9. Dann kommen wir zum Endlosrad. Yippie. Drehen wir es zur Seite. Schon zur Seite. Ja, das sieht ist sogar ein Fortbewegungssymbol. Sieht von der Seite am witzigsten. Ja, sieht von der Seite am witzigsten aus. Sogar ein Fortbewegungssymbol, oder? Nee, ist auch wenn es nicht angezeigt wird. Müsste aber trotzdem sein. Weiß nicht. Okay. Endlosrad kriegt von mir 7 von 10. Von mir auch. 3,5 von 5 bei 8 wurde zum ersten Mal am 25. März 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4 Mal und 8 Reminders. Dann kommen wir zum stacheligen Streiterin. Mega cool finde ich die. Also als ich die das erste Mal gesehen habe, ich dachte, Gott, wie hässlich ist das Teil. Das denke ich mir immer noch, aber ich finde es inzwischen echt witzig und cool. Die Frage ist natürlich, ob es jetzt in der nächsten Season auch wieder eine Wüstenlandschaft gibt. Ich frage mich halt, ob es überhaupt noch die Map gibt. Es gab jetzt sogar irgendwelche Dinge, dass die Map aus Season 1 wiederkommen soll. Das wäre das Geilste, weil sie haben ja auch gesagt, zurückkommen. Das wäre das Geilste, was sie jemals hätten machen können. Also wenn sie Season 1 machen? Wenn sie Season 1... Du hast damals noch Dusty gehabt. Damit würde dann Dusty zurückkommen, was auch auf das Ding... Das haben sie ja schon gezeigt. Was auf das Ding ja zurückfilmen würde. Wailing Woods wäre drin, dann wäre dieses Sunny Steps, Pressure Plant und sowas raus. Mosty Meyer wäre unten wieder drinnen. Unsere Stelle wäre wieder drinnen. Mosty Meyer gab es ja auch mal. Ja. Alter. Unsere Stelle wäre wieder drinnen. Also, Luke, alles wäre Salty Retail. Boah, das wäre so geil. Salty Retail. Da gab es doch kein Tilted Towers und so. Boah, das wäre geil. Das wäre wirklich, wirklich, da gibt es die ganze Schneelandschaft. Da gibt es Arnucci gab es dann noch. Ja gut, aber Arnucci war ja letzten Endes so im wie Endeffekt Fatal. Wie Fatal, genau. Halt oben. Genau. Das war ja nichts anderes. Ja, aber doch, weil es war geil. Da gab es das Feld nicht. Gab es das Feld nicht? Nein, das Feld gab es nicht. Also das Schlimmste daran ist das Feld, ja. Ja, okay, entscheidend ist jetzt, ob es noch eine Wüstenlandschaft gibt, weil mit Wüstenlandschaft kriegt die stachelige Streiterin auf jeden Fall von mir 7 von 10. Ohne Wüstenlandschaft nur 5 von 10. Von mir auch 5 von 10. Und dann macht die nämlich keinen Sinn mehr. Guck mal, wie sieht deine Tiger aus? Wieso bist du so groß und ich bin so klein? Was ist da los? Warum bist du so groß? 3,43 von 5 bei 42 Wochen zum ersten Mal am 4. April 2019 im Schock gewesen. Seitdem war ich bin ja winzig im Vergleich. Waschbären sind auch winzig im Vergleich. Weil ich witzig ist, ich bin ja echt größer als der gleiche im Real-Life. So, jetzt wegen ein paar Zentimeter. So, ja, wegen ein paar Zentimeter. Jetzt geht's in Krawallsegler. Für 500 V-Bucks. Jetzt ich fühle mich ja so wie in Real Life gerade, oder? Jetzt schauen wir uns mal das Teil an. Gibt es keine Belohnung? Kann ich auch verstehen. Ist ein Standardgleiter, aber der sieht jetzt nicht. Also, ich habe schon Standardgleiter gesehen, die schlimm ausgesehen haben. Der geht noch hier. So wie ein paar Anker und so weiter da. Naja, der Teil kriegt von mir 4 von 10. 4 von 10, von mir kriegt er 3 von 10. Ich dachte, warum bist du so groß? Oh, es gibt doch keine Benotung. Ja. Es gibt doch keine Benotung. So, ich bin groß, weil ich fühle mich gerade so, als wie in Real Life, weißt du? Ich fühle mich gerade wirklich so wie in Real Life. Ja, komm. Der Krawallkumpel. Jetzt zoomst du mal bitte ran. Ja. Und der erinnert mich halt mega an den Bandolier. Ja, es hat mich auch. Mega an den Bandolier. Und auch auf das Bild hier vorne. Aber, um ehrlich zu sein. Guck mal, ich bin so groß, ich kann. Ah, jetzt bin ich wieder klein. Nein! Aber um ehrlich zu sein, der Bandolier, ich finde den cooler als den Bandolier. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein
Wrestler. Könnte ein Wrestler sein. Okay. Aus der WWF. Gibt es eigentlich die WWF noch? Keine Ahnung. Aus der WWF. Gibt es überhaupt noch die WWF? Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Keine Ahnung. WWE, glaube ich, ist momentan so. WWF gibt es die noch? WWF, Non-Profit Organization. Mit einem Bären. Wrestling. WWF Superstars of Wrestling. Gibt's noch? Letzte Folge 2001. Oh, Alter, echt. So lange gibt's die schon nicht mehr. WWF, alles klar. Okay, wie viel gibt's denn? Ja, da WWF ist ausgestorben, Kollege. Gibt's nicht mehr. Alter, deswegen ist doch nicht Wrestling. Deswegen kriegst du von mir. Ja, sieht aber ein bisschen aus wie Mr. T vom A-Team. A-Team kennst du wahrscheinlich auch nicht, ne? Kriegt von mir. Also, Mr. T fand ich cool. 6 von 10. Von mir auch. Der hat nur. Dreh mal rum. Dreh mal Moment, der hat nur 3 Reminder. Der hat nur 3 Reminder. Also, an der Seite, am Arm. Das ist ein Ass. Eine Pokerkarte. Eine Poker-Ass. Ass-Karte. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dahin. Auch noch rein. Oh, und tschüss. Tschüss. Hier ist unser Creator Code. Sofort gleich der TV. Da hat einer der Schütze.